Manchmal speziell an einem Montag kommst du auf die Idee, Sachen aufzunehmen, bestimmte. Manche Spiele eignen sich auch sehr schön an einem Montag. Heute ist zwar nicht Montag, aber egal. Halloween at Frey Simulator. Ja, Frey Simulator hat ein Halloween-Update bekommen, besser gesagt Update Nummer 2. Alter. Es gab ja auch ein Update Nummer 1 und nach dem Event gibt's auch Scrap Baby. Wichtig, merkt euch. Grim Fox ist jetzt dabei. Jack O'Barney ist dabei. Das ist geil. Ich habe auch mal bei Game Joy geschaut. Halloween Update 1 gab es irgendwie nichts Besonderes. Ich weiß jetzt nicht mit Jack O'Chica, ob die jetzt dabei ist. Aber ich würde sagen, Play. Ja, Halloween Help Wanted. Grim Foxy, Jack O'Barney. Kein Jack O'Chica. Aber steht noch Locked. Ich vermute, da wird es noch ein Halloween Update 3 geben. Vermutlich kommendes Wochenende, weil da ist ja Halloween. Ja, und Ultimate Custom Night ist es bis auf weiteres gecancelt. Ja. Auch die ganzen anderen Sachen, du siehst ja. Es ist ja gar nichts mehr anderes. Außer jetzt das, was wir jetzt so schon haben. Das war jetzt sehr perfekt erklärt von mir. Wir haben jetzt praktisch dann nur noch Scrap Baby, Glitchtrap und Jack O'Chica, was dann noch nach und nach dazukommt. Also erstmal Jack O'Barney unlocken. Und Grim Foxy. Das Coole ist halt, es gibt extra auch noch eine Halloween Map. Also es ist nicht in den Sachen hier drin. Pass auf. The Band. Is back together, sozusagen. Mal kurz glotzen. Das sieht so geil aus. Okay. Beide haben zumindest... sag schon. Wie drehe ich die Klavier? Ach da. Beide haben zumindest eine Ability und... Das ist das Help Wanted Modell. Denke ich schon, ja. Und das sieht halt richtig geil aus. Und hier haben wir Grim Foxy. Der ist eigentlich in der einen Map nicht so schwer. In Help Wanted. Aber ich bin jetzt mal gespannt. Wir werden erstmal Jack O'Barney starten. Mal gucken. Warte. Help Wanted. Jack O'Barney. Da bin ich echt gespannt. Das ist eigentlich echt das geilste Fangame ever. Wuhuhu. Okay, es ist... Ah, okay. Wow, hört sie die Musik gerade? Oder die... Ja, Melodie gerade. Ist das eine FNAF 1 Location? Wow, da werde ich mich nur ein bisschen bewegt. Das sieht so gut aus. Frightful Jam, das probieren wir auf jeden Fall aus. Das ist auf jeden Fall die FNAF 1 Location. Ah, schon. Ach, schau. Hä? Lol. Wieso konnte ich vorher hier nicht reingehen? Ich möchte mich erstmal kurz ein bisschen in der Location umsehen, ob da irgendwas hinzugefügt wurde. Ah, toll. Ins Klaue kann ich nicht gehen. Schön, dass ihr oben rechts immer... Was? Eine Sanduhr ist. Ja, warte mal. Was ist da? Was ist da unten? Irgendwas ist da in dem Raum. Aber ich glaube, da komme ich nicht rein. Jetzt wird's toll, jetzt würdest du mich interessieren, was da drin ist. Aber ich komme da nicht rein. Also es kann schon sein, dass es ein bisschen, dass mir vielleicht die erste Nacht erstmal fällen, aber ich will erstmal in aller Ruhe da glotzen. Naja, da ist Jack O'Chica. Der Witz ist, Jack O'Chica ist noch nicht unlocked. Also ich, ja, das ist ein bisschen schade. Du siehst das Modell schon, aber das kommt bestimmt dann im Laufe der Woche dann, das Update. Da ist Grim Foxy. Hi Foxy. LOL! Wow! Eine Mischung aus Barney und Foxy. Broxy! Das sieht... Ich sehe mal erstmal das Modell auch meinem Namen. Ich meine, ich habe es in Help Wanted auch schon gesehen. Und das ist so ein geniales Modell. Lass mal kurz da schauen. Oh, ich habe Frightful Jam. Warte mal kurz. Alter! Woo! Der war nice! Toll. Diese Tür ist... LOL! Achso, das spiegelt nur, okay. Komm ich vielleicht das Foxy hier durch? Das... Ich weiß nicht. Also ich komme auf jeden Fall nicht da rein. Das ist schade. Da ist eine Coin. Ob jetzt das so viel, so schade ist, wenn ich eine Coin nicht einsammle, sei mal dahingestellt. Ich habe genug. Es ist großartig viel anders. Ja, da ist Blut. Aber das ist aber im Endeffekt 1 zu 1 die FNAF 1 Map. Nur auf Halloween getrimmt. Ach, schade, ich kann hier nicht so durch. Und ich kann mich auch nicht hinknien oder so. Oh doch. Also, manchmal funktioniert...
LOL! Da war doch gar keine Musik-Cartridge! Wart mal auch auf die Gefahr hin, dass es dann 6 Uhr ist. Ich möchte schauen, ob ich da hinten doch... Was ist sie? Ach so, wenn ich C drücke, komme ich damit durch. Hä? Das muss man mir mal erklären, wieso das dann jetzt auf einmal funktioniert. Warte mal, schau ich nochmal, aber ich glaube nicht. Nee, schade. Vielleicht komme ich als Grim Foxy da rein. Wer weiß. Und mein Frightful Jam ist wieder aktiv. Das heißt, vielleicht schaffen wir es sogar noch, dass ich da hinkomme. Nee, okay, C hat gar nichts gebracht. Ich glaube, das waren die Dekorationen einfach, die mich nicht durchlassen hat. Ja, ich sehe Le Typi. Kamera ist aktiv. Wieso komme ich... Also. Manchmal hakt es ein bisschen. Also ich weiß nicht, warum ich hier nicht durchkomme. Ich weiß nicht, warum... Vorher ging es so... Hä? Hallo? Ich verstehe das nicht. Lass mich durch? Also. Toll, aber jetzt ist die Kamera inaktiv. Jetzt komm ich her. Perfekt. Hallo? Oh, keine Stimme. Okay. Ist nicht so schlimm. Aber das ist echt geil, das Update. Das ist geil. Können wir zurückgehen? Pass auf, wir gehen noch bei Grim Foxy für heute rein. Ja, ja. 2 Animatronics in einem Video. Nicer. Weil vielleicht komme ich dann doch Backstage rein. Vielleicht. Ja! Oh, okay. Weil jetzt können wir auch mal die anderen Animatronics da mal, zumindest Jack O'Barney mal kurz von da anschauen. Aber ich hab... Wieso sind die Animatronics halt so riesig, dass sie da nicht durchpassen? Okay. Ja, wir haben vorher immer Nika gespielt und sind da reinmarschiert. Das sieht so nice aus. Was auch noch cool wäre, wenn die so ein bisschen twitchen würden, weißt? Das wäre auch noch mega nice. Das Jahr muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Das sieht schon irgendwie mega nett aus. Und war das nicht so bei Help Wanted? In der Pirate... Ich sag Pirate Stage. Weißt du, wenn du mit der Bahn fährst und teilweise auch Backstage reinkommst, dann musst du ja auch Bereiche zumachen, bevor dich Jack O'Bonnell und Jacko Chica erreichen. Ich glaube, da kannst du sogar gejumpscared werden. Ich komme da nicht durch, mein Bimbus ist zu groß. Aber kann ich ein bisschen... Warte mal, was ist das? Ja, aber wahrscheinlich explodieren. Nur zum Testen. Nicht einmal? Oh, warte. Ich habe eine Idee. Bin doch Grim Foxy. Vielleicht, wenn ich da dagegen renne, dass die Wand kaputt geht. Weil ich komme ja sonst... Oh, okay. Da ist das Klo. Das ist schön und gut. Ich warte kurz, bis das Jar wieder aufgefüllt ist. Dann versuchen wir mal, da durchzubrechen. Ich glaube zwar nicht, dass es funktioniert, aber schadet ja auch nicht, das mal auszuprobieren. Danach können wir immer noch hinter marschieren. Das ist ja nicht so wild. Weil sonst gibt es jetzt hier nichts Besonderes. Oder ich habe was übersehen. Ja, wir haben eine Music Cartridge. Das ist schön. Nee. Oh, warte mal, ich höre da eine Stimme auf der anderen Seite. Wer könnte es sein? Wenn ihr eine Idee habt, bitte in die Kommentare schreiben. Ich bin mal ganz kurz still, dann könnt ihr... Ich mache das lauter, dann könnt ihr euch das mal anhören. Ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte. Weil es ja nicht FNAF 1 Location. Ich habe keine Ahnung, aber jetzt probieren wir es mal aus. Wenn es nicht klappt, dann gehen wir zum Night Guard. Würde ich jetzt mal so sagen. Aber ich glaube, so eine ganze krasse Entfernung darf ich nicht haben. Achtung, wir probieren es. I've got you now! Ach, schade, komm. Wieso geht es nicht? Was? Da ist irgendwas im Hintergrund. Und ich weiß nicht, was es ist. Und ich will es sehen. Ach, das ist schade. Weißt. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Tricks gibt, dass du irgendwie reinkommst.
Ach lol, da habe ich noch gar nicht nachher reingeschaut. Also die Richtung. Ja, das sind die normalen Poster. Ein bisschen Blut und so. Ja. Das war das Typische. Da ist was zum Trinker. Lol, okay, der Ventilator sollte, glaube ich, nicht so zu sehen sein. Ist die Kamera aktiv? Ja, die Kamera... Ja, lol, die Kamera wäre aktiv. I must wait, bis die Kamera... Jetzt. Lol, wie das halt... Wie das einfach klappt. Ja. Okay, Fax hat zumindest was gesagt. Aber welche... welche Stimme? Ja, wer war das in der Küche? Weil das ist ja der Zugang zur Küche. Ich habe keine Ahnung. Ha. Okay. Vielleicht erfahren wir es irgendwann. Ja, du kannst... Ja, es gibt keine Möglichkeit, gerade Glitchtrap oder Checo Chica freizuschalten. Du musst wirklich warten, bis das neue Update kommt, also 2.14. Sonst gibt es keine neuen. Ne, da haben wir... Ja, Scrap Baby, wie gesagt, kommt ja nach Halloween wahrscheinlich. FNAF 4 haben wir schon komplett durch. FNAF 3 haben wir durch. FNAF 2... Haben sie die Bilder? Oder hat der Entwickler die Bilder aktualisiert? Das weiß ich nicht. Vielleicht. Es könnte sein, dass die Bilder jetzt neu sind. Aber not sure. Dann lass es jetzt kurz dann erstmal wieder mit dem FNAF Simulator. Ich bin ja schon auf das nächste Update gespannt, wenn dann Jacko Chica freigeschaltet ist und Glitchtrap. Und natürlich dann auf Scrap Baby nach Halloween. Aber es ist ein nettes Halloween Update und ich würde gerne erfahren, was es für ein Secret Room ist. Man sieht ja so ein bisschen rein, da flackert es da drin. Keine Ahnung, was da drin ist. Und wem gehört die Stimme in der Küche? Ich hoffe, das wird bald enthüllt. Damit sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt. Danke euch natürlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf ein Abo freuen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.